Moinsen, meine Lieben, was geht? Die Grand Crew hat zum dritten Mal stattgefunden und wie ich bzw. ihr oder ich für euch dabei 3,9 Millionen Crew Credits abgesahnt haben, darum geht's in diesem Video. Okay, fangen wir ganz vorne an. Die Grand Crew ist ein Turnier von Ubisoft bzw. dem The Crew 2 Team, bei dem 8 bis 10 YouTuber, Streamer, also alles in einem Content Creator, nach einem Update, einer Season, einer neuen Episode auf einer neuen Strecke mit einem neuen Auto gegeneinander antreten und 2 Tage Zeit haben, eine Bestzeit aufzustellen. Dabei gelten immer ganz besondere Regeln. In diesem Fall zum Beispiel durfte man keinen Windschatten benutzen, keine Abkürzung, man musste auf der Straße bleiben etc. pp. Am Ende des Turniers kriegt dann jeder Content Creator abhängig von seiner Endposition im Turnier mehr oder weniger Crew Credits, die er an seine Community verlosen darf. Also der Content Creator gewinnt quasi keinen Preis für sich, sondern Codes, die er an die Community geben darf. Dieses Turnier jedenfalls hat jetzt zum dritten Mal stattgefunden. Beim ersten Mal war ich nicht dabei, da ging es um die Eisstrecken. Beim zweiten Mal, also in der Sandstorm Edition, das war quasi die letzte Episode, habe ich dann zum ersten Mal teilgenommen und habe das Ding überraschenderweise direkt gewonnen. Und jetzt hat das ganze Ding zum dritten Mal stattgefunden und tatsächlich mit der Hölle eines Grinds haben wir es geschafft, das Ding nochmal zu gewinnen. Und damit das jetzt nicht ganz so überheblich klingt, möchte ich einmal erstens Danke sagen natürlich an alle anderen, die da mitgespielt haben, weil es einfach dadurch deutlich spannender wurde, als wenn ich ein Turnier alleine gefahren wäre. Zweitens ein riesen Dankeschön an alle Zuschauer live auf Twitch, die dabei gewesen sind, die mitgefiebert haben und das über 16, 17 Stunden an quasi anderthalb Tagen, denn das ganze Turnier ging von Mittwoch nachmittags um 17 Uhr bis Freitagmorgens um 10 Uhr und wir haben 16 Stunden auf dieser Strecke zugebracht, also wir sind quasi in anderthalb Tagen 16 Stunden lang dieselbe Strecke gefahren. Und natürlich vielen lieben Dank an den The Crew 2 Ältestenrat, also so die Standardschwitzer, die wir bei uns in der Community haben, die da mitgefiebert haben, die Tipps gegeben haben und immer wieder geholfen haben, die Zeit doch nochmal ein bisschen zu verbessern. Especially Leute wie Baba, Sander, Tosi, Rexy, Zyro, Tavek zum Beispiel, die immer wieder mit Tipps doch nochmal nachgeholfen haben, dass doch nochmal eine Sekunde mehr rauszuholen war. Dafür Kuss geht raus, vielen lieben Dank. Jetzt möchte ich euch natürlich einmal kurz die Regeln erklären, unter denen wir hier zu fahren hatten. Also, es gab eine neue Strecke. In diesem Fall war das One Shall Remain die erste von den neuen Strecken. Und es gibt ein neues Auto im Motorpost, den EB110 Anodized Edition. Und diese zwei Dinger mussten wir fahren. Also die neue Strecke One Shall Remain mit dem EB110 Anodized. Zeit hatte ich gerade eben gesagt, von Mittwoch 17 Uhr bis Freitag 10 Uhr morgens hatten wir Zeit, uns auf dieser Strecke eine Bestzeit zu erarbeiten. Die Hauptregel in diesem Fall war relativ neu, wurde so eng noch nie durchgeführt, war, es durften keine Cuts benutzt werden. Bedeutet, alles, wo es möglich ist, muss auf der Straße gefahren werden. Offroad darf zu keinem Vorteil führen. Es gibt einen Teil der Strecke, wo man Offroad fahren muss, aber eben tatsächlich auch ein paar enge Kurven, wo man aufpassen musste. Das hat zu einigen sehr peniblen Neustarts geführt. Das heißt, ich habe wirklich jedes Mal, wenn ich gesehen habe, oh, hier war ich Offroad, das hätte mir zeitlich einen kleinen Vorteil gegeben, habe ich neu gestartet. Ihr werdet euch also denken können, dass wir in diesen 16,5 Stunden insgesamt 11 Mal ins Ziel gefahren sind. 11 Mal haben wir das Rennen beendet, weil wir gehofft haben, dass es eine neue Bestzeit wird. Also wenn es so aussah, als würden wir eine neue Bestzeit machen und es war regelkonform, sind wir ins Ziel gefahren. 11 Mal in 16,5 Stunden. Scheiße, das hört sich total krank an, wenn man das so selber sagt, weil das bedeutet, dass wir nicht mal einmal pro Stunde ins Ziel gefahren sind. Also schon übel. Wie gesagt, 16,5 Stunden gefahren, 11 Mal im Ziel. Das ist schon traurig. Eine weitere Regel war, dass man das ganze Ding nur alleine fahren durfte. Sprich, kein Windschatten. Die Leute aus dem The Crew 2 Ältestenrat, wie ich es jetzt mal einfach nenne, durften nicht mitfahren. Das war beim zweiten Mal, wo das Turnier stattgefunden hat, quasi meine große Siegestrophäe, dass wir mit die besten Leute, die The Crew hat, in der Community haben. Und dadurch einen enormen Vorteil mit Windschatten hatten. Jetzt war es ein bisschen anders, jetzt war es dadurch ein bisschen schwieriger, jetzt musste ich es nämlich komplett alleine machen. Wie man sich wahrscheinlich denken kann, wenn ich sage, dass wir in 16,5 Stunden nur ca. 11 Mal im Ziel waren, hat das zu einigen verzweifelten und traurigen Fails geführt. Und ich will euch einfach mal nicht alles vorenthalten, aber ich werde euch jetzt bestimmt auch nicht jeden Fail zeigen. Trotzdem so einen kleinen Ausschnitt von meinen traurigsten Momenten. Sehr, sehr anstrengend. Körperlich, psychisch, einfach alles. Das war zu viel. Nein! Ah. Nö! Ja! Yeet! Yeet! Yeet? Dieser kleine Ausschwenker manchmal, ne? Leicht weggelenkt. Schade. Nein, zu weit hin. Nein.
Ja. Scheiße. Manchmal kriegt man da so einen kleinen Links- oder Rechtsschlag und den auszugleichen ist verdammt schwer. Ja. Wo ich ja meine Nitro durchdrücken soll. Ja, warum fahre ich so weit in? Warum tue ich das? Wenn ich ja immer noch neidisch bin, ist... Ja, okay. Wie willst du da noch einem Verkehr ausweichen? Ich kann kotzen. Digga. Ja, okay. Ach, leck mich doch. Böse Stelle für den NPC. Sehr böse Stelle. Digga. Digga, Doppelverkehr. Ah. Ja. Und Mikrolag und ich schleudere in die Wand. So, es gab natürlich aber auch nicht nur Fails. Dementsprechend gab es natürlich auch die Siegesrunde. Also die Runde, die uns letztendlich das Turnier zum Sieg geführt hat. Die 3 Minuten 15 und 0:22, mit der wir das Ding gewonnen haben. Und die werde ich euch natürlich auch in Kompletto zeigen. Alles wird gut. Kriegen das hin? Mikrolag. Böses Auto. Der NPC war jetzt richtig kacke an der Stelle. Ja,
Komm schon! Komm schon! Bitte? Komm schon? Komm schon, komm schon, komm schon! Komm schon! Ah! 3,15! Ah! Immer noch eine 3,15! Na gut, ja, und so haben wir das Turnier dann schon tatsächlich gewonnen. Und das bedeutet, dass wir im Wert von 350 Euro, also knapp 3,9 Millionen Crew Credits, an die Community verlosen dürfen. Das werde ich jetzt nicht hier unter einem Video tun, weil ich das irgendwie immer ein bisschen seltsam finde, sondern das machen wir in einer Verlosung live im Stream am Dienstag, dem 24. Januar, auf Twitch. Gerne vorbeischauen. Ihr kriegt die Crew Credits nicht direkt, nicht wundern. Ich muss quasi von den Gewinnern der Auslosung wissen, welche Plattform sie spielen und in welchem Land sie leben, weil das die Parameter sind, die Ubisoft wissen muss. Das schicke ich an die und dann kriege ich von denen ein paar Tage, maximal eine Woche später, denke ich mal, die Codes und kann die dann entsprechend an euch übergeben. Sprich, ihr kriegt dann eine Nachricht von mir, wo auch immer ihr das möchtet, und da gibt es dann den Code für die Crew Credits für eure jeweilige Plattform. Das war soweit alles tatsächlich. Das war das Grand Crew Turnier. Ich wollte nur einfach den Leuten auf YouTube die Chance geben, sich auch noch schnell einen Twitch-Account zu erstellen, im Stream vorbeizuschauen und sich da entsprechend vielleicht auch ein paar Crew Credits abzuholen. Und natürlich wollte ich euch auch nicht vorenthalten, wie wir es geschafft haben, als Community das zweite Mal so ein Turnier zu gewinnen. Ich möchte allerdings betonen, damit das hier nicht ganz überheblich klingt, dass das eine Hölle an Arbeit war, und ich bin mir ziemlich sicher, wenn ich nicht so viel Zeit da reingesteckt hätte, hätten wir das Ding auch nicht gewonnen. Es war nämlich ständig und immer wieder sehr, sehr knapp. So, das soll es von mir dann jetzt auch schon gewesen sein. Ich wollte euch einfach nur auf dem Laufenden halten, beziehungsweise euch auch mal erzählen, was die Grand Crew ist und wie die so abgelaufen ist, weil ich finde, die Öffentlichkeitsarbeit von Seiten Ubisoft da noch ein bisschen zu wünschen übrig lässt. Tatsächlich wissen die meisten oder kriegen die meisten gar nicht mit, was das eigentlich ist. In The Crew 2, da sollte man eigentlich ein bisschen mehr drauf aufmerksam machen. Aber jetzt habt ihr es gehört, jetzt wisst ihr, was es ist, wie es ist und wie wir es tatsächlich geschafft haben, das Ding zu gewinnen. Und wer Bock hat, kann Dienstagabend gerne im Stream vorbeischauen. Wir werden dann nach der Summit-Vorbereitung die Crew-Credits verlosen. Also, macht es gut, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns spätestens zum nächsten Summit-Video, nehme ich mal an. Also, bye bye.